fliegen hier direkt über mich drüber. Das wusste ich auch nicht. So, ich warte noch einen Moment, den anderen Hubschrauber höre ich nämlich auch. Und schieb noch schnell zwei Videos bei YouTube hoch. Da ich die ganzen Videos von Rust immer zu YouTube exportiere, schleppt sich immer so ein bisschen. Im Grunde hänge ich so 2 Monate hinterher im Schnitt. Also immer noch. Wir haben uns hier eigentlich am Airfield angesiedelt und meine Idee war, da ich den Trainyard am besten kenne von all den Sites, dort ebenfalls noch eine kleine Base zu bauen, die natürlich wieder viel größer geworden ist, als ich dachte, und eigentlich nur einen. In der Hauptsache der Research dienen soll. Also mehr als ein Research Table und vielleicht zwei, drei Regale muss hier gar nicht drin sein. Naja, und dann ist es halt doch wieder viel, viel, viel größer geworden, als ich dachte. Das ist natürlich doof.
Ist okay. Hier sind genug Steine. Ich habe eine Senke gebaut und hoffe, die ist so nicht sofort zu erkennen. Irgendwie ist hier gut was los. In der Luft zumindest. Jetzt kommt er wieder. Mal gucken. Und da sind noch drei Holzdecken. Was jetzt? Hängt. Viel los ist hier nicht. Bombi war schon vorher auf dem Server, der hatte frisch aufgemacht vor ein paar Tagen.
Und ich hoffe halt um Trinjad ein paar Sachen zu finden, die ich forschen kann. Ein bisschen Skript zu finden. Das Übliche halt. Ich mich noch nicht umgeguckt. Ich habe keine Ahnung, ob hier nicht vielleicht doch jemand was gebaut hat. Ich war halt nur unten in der Ebene. Gerade hätte ich gern einen weißen Taucheranzug, aber ich glaube, die gibt es nicht. So, gut, wir kommen von der Seite. Das ist gut. Und ich denke mal, da oben wird sich kaum jemand rumtreiben. Wenn dann eher hier. Schauen wir mal. So stundenlang vorbereitet. Wie immer.
ist keine Kiste. Ich gerade meinte, dass ich die Seite am besten kennte. Weiß ich aber nicht, wie man die angeht. Also ich würde mich zum Beispiel da oben eher weniger hintrauen. Wenn man dann einfach von überall gesehen werden kann. Kann man die Refinery benutzen, die Ölpumpe? Weiß ich auch nicht. Soll ich? Dann weiß jemand, dass ich hier bin. Dass jemand hier ist.
Ist jemand hier? Oh ja, das ist voll hier. Gut, also zurück. Also ich denke mal, wenn jemand über den Berg kommt, dann weil er sich hier neu ansiedeln will. Scrap. Research Table, habe ich gesagt. Nein. Scheiße. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dann habe ich hier festgestellt, ich kann oft gar nicht anbauen. Böden an halbe Wände, ich weiß nicht warum. Ich musste hier eine Stütze einfügen, damit das Dach passt. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Aber an die halben Wände hier halt diese Wände dran zu bauen, das habe ich nicht verstanden. Warum das jetzt nötig war. Bench 1.
Schade. Das kann uns dann keiner mehr nehmen, ne?
erkunde ich noch eben diese Seite. Und dann mache ich mich wieder rüber zum PvE-Server, wo ich eine Location für die neue Kirche suche. Schon beim letzten Vibe oder vor dem Vibe erforscht wurden. Da geht es dann gerade auch mehr um bloßes Farmen, aber muss ja auch sein. Das ist super, da wird es auch schon wieder dunkel. Stein oder zwei. Super.
Ich glaube, hier oben sind sie eher seltener, ne? Wäre das ja zumindest gesichert? Oh nein. Gesichert. Versuchen wir es mal. Machen wir ein bisschen Licht. Gestern habe ich es woanders geschafft. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig. Darius meinte nach unten gucken. Fuck. Und die Balken sind sogar. Die sind ja nicht mal kaputt, sehe ich gerade. Scheiße. Ganz ruhig. Ich bin kein Jump'n'Runner, echt nicht.
Aber ich habe auch keine Lust, wieder hochzuklettern. Was meint ihr, soll ich es weiter probieren? Ich den da reingetan? Tatsächlich. Okay, dann einfach dahinter runter. Das Ding ist genau hier oben. Super. Habe ich jetzt auf jeden Fall einen Tag safe beim Upkeep. Getrost ein bisschen wegbleiben.
tauschen. Excellent. Gut. Dann danke ich vielmals für den Beistand heute. Zwei Tage, vier Stunden, warum? Braucht noch ein bisschen davon. Morgen geht's weiter oder heute Nacht, dann ist Bombe auch wieder da. Und bis dahin, ich meine, bis gleich vielleicht, sonst aufeinander mal. Und ein paar Minuten Pause, 10 Minuten Pause, dann geht's weiter mit der Monsterkirche. Bye-bye.